So, herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender 2019. Heute mitten im Trubel des Kronberger Weihnachtsmarkts in der Adlerstraße 2. Heute habe ich auch Gäste dabei, die live zugucken, Schüler aus der Altkönigsschule. Und ich lese heute wieder, wie immer, aus diesen wunderbaren Büchern vor, nämlich Weihnachtswunderzeit und es weihnachtet sehr. Geht einfach mal zu eurem Local Bookstore und checkt mal, ob ihr die dort kriegen könnt. Für kleines Geld viel Freude machen. Hier sind wir in der Adlerstraße 2 im Café Kollektiv. Café Kollektiv ist die Base der Jugendkoordination Kronberg. Die Jugendkoordination Kronberg ist eine neue, innovative Form von Jugendarbeit, die die Stadt Kronberg ins Leben gerufen hat. Wir machen nichts für Jugendliche. Wir machen keine Veranstaltung, wir machen den Laden nicht auf und sagen, ihr müsst alle kommen oder so, sondern wir suchen die Ideen, die in Jugendlichen drinnen sind. Und wir wollen sie begleiten und ihnen helfen, dass diese Ideen ins Leben kommen können, dass sie die Dinge umsetzen können, so wie sie sind. Ja, gestern habe ich eine schockierende Geschichte vorgelesen und einige haben schon geschrieben, auch das war ganz schön schaurig, ganz schön gruselig, Weihnachten im Todestrakt. Aber so ist das eben manchmal. Weihnachten kann auch schockierend sein und darum will ich heute eine Weihnachtsgeschichte vorlesen, ein Gleichnis sozusagen aus diesem Buch Das Reich Gottes ist wie ein Tiefseeanglerfisch, moderne Gleichnisse vom Reich Gottes. Und da schaut ihr mal. Mit was wollen wir das Reich Gottes heute vergleichen? Das Reich Gottes ist die Art und Weise, wie Gott mit den Menschen umgeht. Das passiert da, wo wir leben. Es ist mitten unter uns und will von dir entdeckt werden. Wenn du wissen willst, wie es ist, dann denk doch zum Beispiel mal an den Punk im Weihnachtsgottesdienst. Das Reich Gottes ist auch schockierend. Es ist wie ein falsch gekleideter Gast auf einem Opernball, wie ein Flitzer auf dem Fußballfeld oder ein renitenter Hofnarr im Bundestag. Irgendwie immer auffallend, scheinbar unpassend gekleidet und doch immer auf den Punkt kommt. Es ist wie in dem Weihnachtsgottesdienst, bei dem sich kurz nach dem ersten Halleluja ein Punk durch die Menge nach vorne drängte. Nasen wurden gerümpft, missbilligende Blicke trafen ihn, aber über ein entrüstetes Zischen traute sich niemand hinaus, denn es war schließlich Weihnachten. Als der Punk vorne angekommen war, begann der Pastor gerade die Weihnachtsgeschichte zu verlesen. Da drehte der Punk sich um, öffnete seinen Mantel sowie die sich darunter befindliche Jacke und offenbarte den Besuchern ein T-Shirt, das in früheren Tagen wohl einmal weiß gewesen war. Man konnte aber immer noch gut die Schrift darauf lesen: Ich bin ein Weihnachtshirte. Und als niemand darauf reagierte und der Pastor mit dem Verlesen der Weihnachtsgeschichte in Stocken geraten war, begann der Punk grinsend, stockend und teilweise nuschelnd zu erzählen. Draußen unter der Brücke an seinem Lagerplatz habe ihm jemand von der frohen Botschaft erzählt, die heute Nacht allen Menschen ausgerichtet würde. Und der Typ habe dabei so glücklich ausgesehen, seine Augen hätten so geleuchtet, fast wie ein Engel in der Nacht. Ja, er wisse, dass er nicht mehr kreditwürdig sei wegen seiner vielen Schufa-Einträge und auf seine Zeugenaussagen vor Gericht wollte kein Richter im Land mehr eine Verhandlung aufbauen. Aber er habe einfach nicht anders gekonnt, seine Neugier habe ihn dazu getrieben, den nächstbesten Gottesdienst aufzusuchen, um nach dieser frohen Botschaft zu suchen. Er habe ja gar nicht gewusst, dass ein Gottesdienst so voll sein würde. Dass das nur an Weihnachten so war, konnte der Punk ja nicht wissen. So verabschiedet er sich damit, dass es ihm leid täte, die noble Stimmung so zerstört zu haben. Er habe eben nur einmal nachsehen wollen, worum es so an Weihnachten eigentlich gehe. Und dann ging er, um das Leuchten des Engels draußen in der Dunkelheit zu suchen, weil er es in der Kirche nicht gefunden hatte. Im Gottesdienst wollte danach keine rechte Stimmung mehr aufkommen. Es roch penetrant nach altem Schweiß und Urin, und die schnell vom Küster geöffneten Fenster ließen die Menschen nur noch mehr frieren. Nicht wenige Gottesdienstbesucher blieben in dieser heiligen Nacht unsicher und fragend zurück.
So ist das Reich Gottes auch. Und es ist noch ganz anders, aber davon erzähle ich ein anderes Mal, nämlich morgen um 12 Uhr nach dem Gottesdienst in der Stadtmission in Offenbach. Tschüss, ihr Lieben. Einige gehen schon. Morgen predige ich in der Stadtmission Offenbach über den Gesang von Engeln. Das wird ganz spannend. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Wir sehen uns im Rathaus der Altkönigsschule. Alle gehen jetzt nach Hause. Man sieht sich, man ist ja nicht blind. Genau, man sieht sich. Aber einer ist geblieben und das ist schon mal gut. Genau. Und diesem einen und euch allen da draußen lese ich noch eine Geschichte. Und zwar aus diesem Buch Es weihnachtet sehr. Erzählungen zum Ankommen der schönsten Zeit des Jahres. Es ist ein Best-of aus den letzten 8 Jahren Weihnachtswundernacht. Und jetzt lese ich noch eine Geschichte von unserem lieben Freund Jürgen Werth, den ich schon sehr, sehr lange kenne, eigentlich schon seit, sag ich mal, 40 Jahren oder so. Das ist, er war früher, war er Liedermacher und so. Er hat tolle Songs gemacht und irgendwo auf den Bühnen dieser Welt sind wir uns auch mal begegnet. Und er hat eine Geschichte geschrieben, die heißt Die Stadt, die Weihnachten vergessen hatte. Und Kronberg ist es nicht, denn hier wird ja Weihnachten gefeiert und wir haben den Weihnachtsmarkt. Also, die Stadt, die Weihnachten vergessen hatte. Sie hatten Weihnachten vergessen. Einfach vergessen. Und sie hatten die Liebe vergessen. Einfach vergessen. Und es war kalt geworden in ihrer Stadt, nicht nur im Winter. Jeder dachte nur an sich, den eigenen Vorteil, das eigene Weiterkommen. Wer dabei im Weg war, wurde erbarmungslos beiseite geschoben. Bis sich an einem Sommertag ein alter Holzschnitzer in der Stadt niederließ. Der kannte Weihnachten noch. »Wie lange willst du hier bleiben?« fragte ihn der Bürgermeister. »Nicht lange«, antwortete der Zimmermann, »nur bis Weihnachten.« Doch weder der Bürgermeister noch die Leute in der Stadt wussten, was das war. Weihnachten. Und dass sich ein Fremder freiwillig in ihrer Stadt niederlassen wollte, hat sie überhaupt noch nicht gehört. Der Holzschnitzer war anders als alle. Freundlich, hilfsbereit, liebevoll, was zuerst den Kindern auffiel. »Warum bist du so anders?« fragten sie ihn. »Weil ich Weihnachten kenne«, antwortete er. Und dann nahm er die ersten Kinder mit in seine Werkstatt. Dort entdeckten sie eine neue, unbekannte Welt, eine ganze Weihnachtslandschaft war dabei zu entstehen. Geschnitzte Engel, Hirten, Tiere, Eltern und ein Kind in einer Krippe. Und er fing an zu erzählen. Von Weihnachten. Von dem Gott, der seine Menschen in ihrer kalten Welt so sehr liebte, dass er sich zu ihnen aufgemacht hatte. Und die Kinder hörten mit großen, staunenden Augen und gespitzten Ohren zu. Offenbar war Gott so einer wie der Holzschnitzer. Freundlich. Hilfsbereit, liebevoll. Dem Bürgermeister und seinen Leuten wurde die Angelegenheit allmählich unheimlich. Ihre Macht schien in Gefahr, also veranstalteten sie eine ungelenke Razzia. Doch der Holzschnitzer ließ sich nicht einschüchtern. Und die Kinder schon gar nicht. Sie hatten verstanden, Liebe ist stärker als Hass. Die Weihnachtsfreude hatte sie längst in ihren Bann geschlagen. Zu Hause erzählten sie von der Welt in der Hütte des Schnitzers und von der wundersamen Geschichte, die sie darstellte. Und dass man noch helfende Hände bräuchte, damit die Krippenlandschaft rechtzeitig fertig würde. Und viele Erwachsene machten mit. Zögernd erst, neugierig nur, aber dann mit wachsender Begeisterung. Dann war es soweit. In wenigen Tagen sollte die Weihnachtswelt auf dem Marktplatz ausgestellt werden. Der Bürgermeister und seine Leute versuchten alles, um das zu verhindern. Und sie beschlossen, das Baby zu stehlen. Denn so viel hatten sie verstanden. Ohne Baby gibt es kein Weihnachten. Der Plan gelang. Scheinbar. Der Zimmermann hatte die Stadt inzwischen verlassen. Hoffnungsvoll, dass die Menschen dort die Weihnachtsgeschichte verstanden hatten. Seine Mission war erfüllt. Nun mussten die Menschen selber entscheiden, ob es endlich wieder
Weihnachten werden sollte. Das aber war keine Frage mehr, denn auf geheimnisvolle Weise war es anders geworden in der Stadt. Die Menschen waren freundlicher, hilfsbereiter, liebevoller. Weihnachten hatte schon jetzt ihre Herzen verändert und ihre Stadt. Und es hatte ihre Fantasie inspiriert, die ja die kleine Schwester der Liebe ist. Weil das geschnitzte Baby verschwunden blieb, legten sie beherzt ein lebendiges Kind in die Krippe und feierten Weihnachten zum ersten Mal, aber bestimmt nicht zum letzten Mal. Das war die Geschichte von Jürgen Werth aus Es weihnachtet sehr. So, damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Solltet ihr in Kronberg sein, geht über den Weihnachtsmarkt, der sich von der Stadthalle bis hoch zur Burg erstreckt. Fantastische Buden sind überall aufgestellt. Der Bürgermeister selber verteilt mit dem Nikolaus zusammen Süßigkeiten. Was will man mehr? Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. High Noon, 12 Uhr. Nach dem Gottesdienst in der Stadtmission in Offenbach lese ich das nächste Türchen vom Adventskalender 2019. Bis dann, ihr Lieben. Macht's gut. Und wieder suche ich den Ausknopf, der hier oben ist. Hier ist er. Da unten.